Hallo Freunde des feinen Whisky-Genusses. Hier ist wieder Ansgar euer Whisky-Wikinger und heute mit einer relativen Neuerscheinung und zwar von Signatory Vintage aus der 100-Proof-Serie Der zweite Rutsch. Und da habe ich mir den Clan Todgers gegönnt. Genauso wie bei den anderen Abfüllungen auch. Ich hatte euch bis jetzt schon den Ardmore vorgestellt gehabt. Sind diese Whiskys nicht gefärbt, nicht kühl filtriert und mit 57,1 Volumenprozent, sprich 100 schottische bzw. britische Proof, in die Flasche gekommen. Er ist 11 Jahre alt. Hier in der zweiten Rutsch steht noch eine Flaschenanzahl drauf oder eine Flaschennummer und das ist die 3773. Er ist gereift in First Full Oloroso Sherry Butts und ja, das ist auch schon das, was ich weiß. Ob die 57,1 Volumenprozent runterverdünnt sind oder aber eine Fassstärke sind oder Wettstärke sind, das weiß ich nicht so genau in diesem Fall. Schaut euch einfach von Sample Schnüffler seinen Kanal an, Whisky Tales, da erzählt er relativ viel auch über diese 100-Proof-Serie. Zum Beispiel der Player Ethel war tatsächlich die Fassstärke, hingegen die anderen runterverdünnt waren. Wie das hier bei Clan Todgers der Fall ist, weiß ich nicht genau. Ich gehe aber stark davon aus, dass es ein bisschen runterverdünnt wurde. Im Schnitt sind von jeder Flasche so um die 5000 Flaschen auf den Markt gekommen. Wie genau, guckt Whisky Tales. Clan Todgers ist eine Distille, die bei mir relativ unter dem Radar schwebt. Einfach aus dem Grund heraus, nach aktuellem Wissen von mir, hat Clan Todgers keine Originalabfüllung mehr. Anfang der 2000er haben sie mal einen Single Malt rausgebracht mit 15 Jahren, aber den gibt es einfach nicht mehr. Clan Todgers gehört, soweit ich weiß, Chivas Brothers und produzieren hauptsächlich für die Blendindustrie und ich kenne die Distille eigentlich nur unabhängig abgefüllt und dort vor allem von Gordon MacPhail. Aus der Distillery Label Serie gibt es einen fantastischen 14-jährigen. Selber habe ich hier irgendwo noch einen alten von 94 destillierten 18-jährigen zu stehen. Lief damals auch, glaube ich, unter Distillery Label, aber noch mit einer anderen Umverpackung. Und ich war einfach neugierig. Cahuilla gab es in diesem Rutsch auch wieder. Aber Cahuilla habe ich jetzt in den letzten Jahren so viel und unterschiedlich probiert. Habe so hervorragende, auch vom Alter her interessante Cahuillas hier zu Hause stehen aus Oloroso-Fässern, aus Weinfässern, dass die mich einfach nicht angefixt haben. Ne? Clan Rosses ähnlich, gibt es hervorragende Clan Rosses, aber einige habe ich schon getrunken und auch fast stark, hochprozentig, so dass mich das alles nicht so angesprochen hatte. Aber hier den Clan Todgers, da war ich einfach neugierig. First Full Oloroso Cask Reifung habe ich mir eine Menge versprochen. Er sah jetzt auf den Fotos auch nicht so dunkel aus, wie zum Beispiel der Clan Rosses, wo ich gesagt habe, ah, da kannst du vielleicht noch ein bisschen den Whisky rausschmecken und nicht nur einen Sherry. Und fand ich einfach mega interessant, also habe ich mir den bestellt. Erst recht für den Preis. Ich habe um die 45 Euro dafür bezahlt. Und da kann man für einen 11-jährigen in First Full Oloroso und so hochprozentigen Single Malt in der heutigen Zeit nicht meckern. Ich habe mich schon ein bisschen mit dem Whisky auseinandergesetzt. Darum weiß ich, dass man ihn durchaus unverdünnt trinken kann. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ihm so ein bisschen Wasser ganz gut tut. Zum einen wirkt er nicht mehr ganz so alkoholisch und zum anderen macht er einfach nochmal eine Ecke mehr auf. Ja, Farbe, ein schöner,
dunkler Goldton, geht schon ins Bernsteinfarbene rein. Schön ölig im Glas, schöne Viskosität. Was will man mehr? Das, was ich in der Nase habe, ist sofort ein moderner Sherry. Allen voran. Kirschen, Schwarzkirschen. Bisschen Pflaume. Aber keine Trockenpflaume oder so, sondern wirklich so eine süße, saftige Pflaume, direkt vielleicht vom Baum gepflückt. Leichte Ledernoten. Wirkt süß, fruchtig, geschmeidig in der Nase und dabei doch lebendig und frisch. Anfangs hatte ich, als ich die Flasche geöffnet hatte, so eine Assoziation gehabt. Also Rauch war es nicht, Glentaches ist eigentlich ein nicht rauchiger Whisky, aber hatte sowas von Zündplätzchen gehabt, von Streichholz, wenn man das frisch angezündet hat. Dieser Eindruck ist jetzt mittlerweile, ich habe die Flasche jetzt, boah, schlag mich jetzt nicht tot, zwei Wochen zu Hause, anfangs sofort probiert, dann erstmal stehen lassen, also ich probiere ihn heute, na ungefähr zwei Wochen das erste Mal wieder. Also wie gesagt, diese Zimtplätzchen, Streichholz-Assoziation, die ist weg. Dann bin ich sowieso immer spannend bei Whisky. Wenn man sich fragt, woran erinnert mich dieser Whisky? Ne, man muss jetzt nicht irgendwie jetzt auf Krampf bestimmte Aromen suchen, schon gar nicht die Noten, die von Abfüller aufs Etikett vielleicht geschrieben sind, sondern wirklich dran riechen und nachdenken, woran erinnert er mich das? Und ich hatte damals so diese Assoziation gehabt von Zimtplätzchen, die aber wie gesagt jetzt komplett verschwunden sind. Würde mich interessieren, wenn ihr den Whisky kennt, ob ihr da so einen ähnlichen Eindruck hattet. Das, was heute da ist, wie gesagt, die Kirschen, Pflaumen, eine schöne Süße, leichte Ledernoten und das war's. Es ist kein unheimlich komplexer Whisky, das nicht, aber er ist süffig, er ist kräftig und er macht Spaß dran zu riechen. Trotz Wasser, immer noch recht kräftig. Am Gaumen sind die Fruchtaromen deutlich stärker, vor allem die Kirsche und die Pflaume. Leder eher im Abgang. Im Abgang merkt man jetzt auch so ein bisschen Eiche, aber nur ganz zart. Geht in die Richtung, also eine Bitterschokolade oder Halbbitterschokolade ist es nicht, ist für mich immer noch eine Milchschokolade. Alkohol ist aber immer noch kräftig da, trotz des Wassers, was ich zugegeben habe. Aber man kann ihn auch ohne Wasser trinken. Ich persönlich gebe aber lieber ein paar Tropfen Wasser zu, ja, um meine Geschmacksknospen zu schonen. Und B, ja, er macht auf, ne? Den zweiten Schluck weniger süß, da wirkt der kräftiger, bisschen dunkler, aber jetzt kommen die Kirschen aber wieder und die Pflaumen. Kirschen sind hier sehr dominant, die Milchschokolade, das Leder, ja. Aber wie gesagt, vor allem Kirsche, Milchschokolade, bisschen Pflaume. Pflaumenlikör, wie man ihn manchmal beim Asiaten kriegt. In diese Richtung. Lecker! Für 45 Euro, 46 Euro, 50 Euro, was man in manchen Shops bezahlt, kann man machen. Ist kein Muss, definitiv nicht. Wer ihn nicht kauft, verpasst jetzt auch nicht wahnsinnig was. Aber wer ihn kauft, kann ich nur so viel sagen, der wird Spaß an ihn haben. Gefährlich süffig. Süffiger als der Ardmore,
aus dem ersten Rutsch, sag ich mal. Nö, ein durchaus gelungener 11-jähriger Single Malt Whisky. Mit einem guten eingebundenen hohen Alkoholgehalt. Gute Arbeit haben die da gemacht. Kann ich nur sagen. Kurz, knackig, bündig. Mir gefällt er. In dem Sinne entlasse ich euch in die Arbeitswoche. Ostern ist ja nun Gott sei Dank vorbei. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder zuschaltet, wenn ich hier für euch einen Whisky probiere. In dem Sinne. Ciao.